Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das hier ist mal wieder so ein Spiele-Baukasten-Set, wie ich schon das ein oder andere in dieser Serie auf meinem Kanal vorgestellt habe. Das gefällt mir aber ausgesprochen gut, wurde im November 2023 veröffentlicht, und zwar bei Steam. Da könnt ihr das Ganze kostenlos herunterladen und dann könnt ihr euch einen Account machen über Steam. Oder auch nicht, ihr könnt das Ganze auch offline spielen. Und wenn ihr das gemacht habt, findet ihr euch im Hauptmenü wieder. Das sieht so aus. Und das Ganze ist leider nur auf Englisch und in diversen anderen Sprachen verfügbar, aber eben nicht auf Deutsch. Das macht aber nichts, die Texte sind ja relativ übersichtlich. Das Spiel verspricht hier, dass es 258.517 verschiedene Levels gibt. Wir können unseren Account anpassen. Also wir können angeben, aus welchem Land wir kommen. Wir können das Kostüm ändern. Möglicherweise gibt es da Kostüme zu kaufen oder zu verdienen. Ich weiß es nicht genau. Default. Dann gibt es einen Hut, den wir anpassen können, wenn wir das möchten. Partyhut zum Beispiel. Es gibt Farben, die wir anpassen können. Also ich denke, wir können hier zum Beispiel die Farbe der Hose anpassen. Es gibt Todeseffekte, die wir anpassen können. Und dann gibt es Achievements, die wir verdienen können. Wir können uns die auch vorher schon ansehen. Das Tutorial erspare ich euch an der Stelle. Sagt da gleich noch was dazu. Und dann haben wir die Möglichkeit, zwischen Spielen und Machen auszuwählen. Wir widmen uns erstmal dem Bereich Spielen. Hier gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Browse, Challenges, Kampagne oder Playlists. Wir können also ganze Playlists uns sogar zusammenstellen. Wir klicken mal auf Browse. Das sind verschiedene Levels, die andere Spieler erstellt haben. Eins davon habt ihr gerade schon im Intro gesehen. Das war dieses hier. Und so könnt ihr euch in verschiedene Kategorien eingeteilte Levels raussuchen und könnt die dann einfach spielen, indem ihr auf Play klickt. Das machen wir jetzt mal. So sieht also der Game Browser aus und hier können wir uns jetzt verschiedene Games raussuchen, können die anklicken, zum Beispiel hier das Greenlands, wir können uns Statistiken zum Level ansehen, welche Spieler wie lange dafür gebraucht haben und so weiter und wir können es dann spielen. Das Level wird runtergeladen, das dauert nur ganz kurz, je nach Internetverbindung wahrscheinlich auch. Und hier kann ich jetzt mal kurz erklären, wie das Spiel funktioniert. Ihr seht, der Partyhut ist am Start. Wir können hüpfen mit der Taste A am Controller. Das Ganze kann man aber bestimmt auch über Tastatur spielen. Mit der Taste X können wir unseren Fortschritt sichern. Ja, und dann ist die Aufgabe hier irgendwie durchs Level zu kommen. Auf die Spikes sollten wir möglichst nicht drauf fallen. Es ist da unten ein Sofa erschienen. Ui, ich habe keine Ahnung, was hier in dem Level abgeht. Das ist übrigens ein anderer Spieler, der jetzt online das gleiche Level sozusagen versucht zu spielen. Also ihr seht, jedes Level steckt voller kleiner Geheimnisse sozusagen. Also dementsprechend habt ihr hier, wie ich gerade schon erklärt habe, die Auswahl aus 258.520 Leveln. Der Anspruch war jetzt nicht unbedingt, das Level durchzuspielen. Ich wollte es euch nochmal demonstrieren. Es gibt hier außerdem Challenges. Einfache Challenges. Auch das können wir uns mal kurz ansehen. Hier sind quasi 15 Levels zu absolvieren. Wobei das auch nicht wirklich einfach aussieht.
Und speichern kann man auch nicht. Dann gibt es außerdem Kampagnen. Traveling to the beach. Das ist das Tutorial, das ich euch eben ersparen wollte. Das finden wir in der Kampagne wieder. Die Äpfel sind böse. Nein, die kann man nicht einsammeln. So, wenn ihr jetzt sterbt, dann spawnt ihr natürlich wieder an diesem Speicherpunkt hier. Ihr merkt, das hier ist etwas anfängerfreundlicher gehalten, wie das, was ich euch gerade eben gezeigt habe. Ja, und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ihr könnt hier nicht nur auf vorgefertigte Levels zurückgreifen, sondern ihr könnt selbstverständlich auch eure eigenen Levels bauen. Ihr könnt eigene Level-Serien festlegen. Es gibt einen wöchentlichen Mix, den es durchzuspielen gilt offensichtlich. Und vieles mehr. Also das Ganze sieht wirklich sehr, sehr interessant aus. Ich denke, damit kann man eine Menge Spaß haben. Und jetzt schauen wir uns noch den Make-Bereich an. Der Make-Bereich, der sieht so aus. Hier könnt ihr zunächst mal alle Levels, die ihr über Browse findet, über die Spielfunktion, laden. Ihr könnt diese Levels laden und weiter bearbeiten oder umgestalten und ihr könnt natürlich selbstverständlich auch neue Levels bauen. Das probiere ich jetzt hier mal. Komischer Hintergrund ist das. Wir müssen, denke ich, zunächst ein paar Blöcke bauen oder auch Plattformen. Das ist ein ganz rudimentärer Editor hier. Genau, wir bauen jetzt hier einfach mal eine Plattform. Mit dem ein oder anderen Hindernis. Mit der Rechtstaste können wir Blöcke auch wieder entfernen. Mit der rechten Maustaste. Wir können Kirschen platzieren. Beispielsweise. Und auch Save Points, die ich ja gerade schon erklärt habe. Hier nochmal ein Killer Block. Und dann können wir nach unten scrollen und verschiedene Gegner mit einbauen. Zum Beispiel ein Jump-Phantom, das kenne ich glaube ich noch gar nicht. Ich teste jetzt hier einfach mal. Wir können auch Dinge platzieren, die eingesammelt werden können von der Spielfigur. Ein Coin-Block. Auch schön. Controls, also Player Trigger, da passiert irgendwas, wenn man da drauf drückt oder dran kommt. Dann gibt es Power-Ups, die man einsammeln kann. Schwerkraft und Geschwindigkeit. Dekomaterial, also ich weiß nicht, was Wines genau heißt. Spezialblöcke und Dekoration vermutlich. Objektdetails, Level Info, Room Name.
Hier können wir dann auch den Kamera-Scroll-Modus festlegen. Wir können Musik festlegen. Wir können das Ganze speichern und hochladen. Wir können Farben festlegen und auch den Hintergrund. Sehr schön, der gefällt mir nämlich überhaupt nicht. Wobei das mir auch nicht gefällt. Ich nehme jetzt einfach mal den. Toolbox, das hatte ich euch schon erklärt. Und dann brauchen wir ein Layout, ein Finish Warp, einen Startpunkt. Und dann können wir das Ganze testen, indem wir hier klicken oder auf Space. Also die Kirschen sind böse, ich hatte es schon erwähnt. Und so können wir uns dann relativ einfach unsere eigenen Levels zusammenklicken, können die hochladen, können die von der Community bewerten lassen. Und ich kann mir vorstellen, dass das relativ viel Spaß macht, nicht nur die Levels zu spielen, sondern die eben auch selber zu gestalten. Das wollte ich euch kurz zeigen. Ein nettes, kürzlich veröffentlichtes Werkzeug, von dem ich gelesen habe, das mir auf Anhieb ganz gut gefällt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss.